So, wir sind jetzt bereit fürs Hardware-Video. Wir haben gerade das Unboxing von dem Lion gemacht. Das heißt, hat doch irgendeinen Namen, hat das doch auch. K100. Tragbarer Drucker. Druckt 50 mal 10 Fotopapier. Ja, gucken wir mal nach. So. Ich denke aber, wir verbinden den erstmal mit dem Handy. Oder warte mal, wir machen mal. Sicher ist sicher. Fotoprinter, also der ist ja schon da, obwohl der aus ist. Ne, der ist an. So. Koppeln. Koppeln. Also gekoppelt ist er. Jetzt müssen wir nur noch gucken. Ah, hier, Deutsch. Da brauchen wir den Scanner erstmal. Ah, das ging auch schnell. So, wir haben es. Line Foto App gibt es ganz normal im Google Play Store. Die installiere ich jetzt hier einfach mal, dass ihr das so seht. So, die Drucker verwenden. Reset-Taste. Nur das Fotopapier. Kartondeckel. USB. Akkustand. Ach, der Akkustand wird hier unten angezeigt. Aha. Voilà. Hier unten haben wir Licht, damit der Akkustand angezeigt. Status und Power-LED. Statusanzeige. Ah, die Power-Taste. Okay. Ausgang. Aha. So. Taste. 3 Sekunden. Ein Ausschalten. 7 Sekunden drücke die Taste, einschalte 7 Sekunden zum Zurücksetzen der Werkseinstellung. Okay. Öffnen. Zulassen. So. Drucker. Drucker hinzufügen. Wir wollen so K100 hinzufügen. Und da sagt er uns, wir sollen. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy, auf dem Telefon ein. Bluetooth auf Ihrem Telefon eingeschaltet ist. Das halten Sie Ein-Aus-Taste gedrückt, bis der Drucker sich einschaltet. Machen wir einfach mal so, wie die das sagen.
Hätten sie aber hier reinschreiben sollen, bis er sich einschaltet, 3 Sekunden drücken und ich hier, so. So, jetzt haben wir ihn hier verbunden. Oder er verbindet gerade. Da verbinden. Koppeln. So, wir haben ihn verbunden. Hoppala, warte, da kann ich euch nicht alles zeigen. Was können wir denn nehmen? Ja, das geht. Das darf ich. Muss ich nur passend aussuchen. Das darf ich nicht nehmen. Ja, wir nehmen das Drucken. Übertragung. Ich habe jetzt auch mit Absicht noch keine Dings reingemacht. Ich will gucken, was passiert. Analyse des Fotos. Kein Papier. Ah, okay, kein Papier mehr. Bitte fügen Sie Fotopapier hinzu. Hier wird es smart. Muss ich die mit reinmachen? Ich glaube nicht. So. So. Druck fortsetzen. Druckknopf wird aufgewärmt. Ah, der wird aufgewärmt, okay. Aber ich höre was. Aber ist sehr leise. Sehr geil. Und schon haben wir ein kleines Foto. Das ist super. Wartet mal, ich muss aufpassen, ich kann euch ja nicht alles zeigen. Weil sonst reißt meine Regierung, also meine Frau, mir den Hals ab. Weil wir uns beide dafür entschlossen haben, dass die Kleine halt nicht auf Social Media oder so gezeigt wird. Also die älteren Fotos schon, wo sie halt kleiner war, weil da hat sich halt, die Gesichtszüge haben sich geändert. Das ist mal okay. Aber wir wollten halt nicht. So. Dass er halt. Ja, das wäre doch was hier. Ich hab was. Da hat sich die Große wieder so ein bisschen rausgezogen hier. Ja, das nehmen wir. Das nehmen wir. Das werden wir aber noch bearbeiten. So.
So. Ah, doch, das Stück. Nein, so. So wollen wir das. Und dann sagen wir, okay. Eingerahmt. Nein, eingerahmt wollen wir es nicht haben. Da ist es schon wieder verrutscht. So, das sagen wir jetzt okay. Okay. Und drucken. Der ist ja noch voll von der Batterie her, wird mir angezeigt. Drucken, Warteschlange, also ihr könnt jetzt sogar noch was anderes. Hier sehen wir so die Warteschlange. Also ich finde es schon krass. Und vor allem wie schnell und die Qualität. Das ist was für mein Portemonnaie. Also hier sieht es jetzt, also ich hoffe, das sieht bei euch jetzt nicht so aus, wie es bei mir aussieht. Also auf dem kleinen Bildschirm von der Kamera. Da sieht es ein bisschen stumpf aus. Es ist aber nicht. Es hat so Glanz und es sieht wirklich sehr farbig aus. Also richtig schönes Foto. Aber halt klein. Da bin ich. Da ist die Kleine. Da haben wir gerade bei Oma gegrillt und Stockbrot gemacht. Weil sie noch kein Stockbrot gemacht hatte. Aber gesagt, ach, dann machen wir halt hier beim Grill mit drüber. Das kann ich dann immerhin beim Portemonnaie reinmachen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Der Weg für Frauchen wahrscheinlich morgen. Die muss ich ja nicht, ist ja Kind. Muss ich für Frauchen bestimmt morgen auch ein, zwei Fotos ausdrucken für ihre Brieftasche. Aber die kann ich euch dann natürlich nicht zeigen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr schnell. Und guck mal, wie schön. Das, also, die sehen doch echt gut aus. Ich hoffe, das kommt bei euch so gut rüber, ey. Also bin ich echt begeistert. Und vor allem so schnell. Dann brauchen wir hier einfach nur ausmachen. Ja, die Fotos, die lassen wir hier drinnen. Also das Fotopapier bleibt hier einfach drinnen. Und dann packen wir das beiseite und können dann halt hier weitermachen. Also das ist Daumen hoch. Also finde ich gut. Auch für unterwegs, für mal, ja, es muss ja nicht immer große Bilder sein, so ein paar kleine Andenken oder so. Wenn die Kinder gerade mit einer Ziege streicheln oder was weiß ich, da kann man dann halt mehrere Bilder in ein kleines Fotoalbum machen oder schräg aufkleben oder so. Oder man druckt halt richtige Fotos aus und zusätzlich diese kleinen für als Gimmick für im Fotoalbum oder so. Viel gut. So, das soll es dann soweit auch zu gewesen sein. Wenn euch das gefallen hat, dann natürlich Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin. Odin's Test.